tausendmal besser als das, was man vorher gemacht hat. Man muss wirklich mal bedenken, wo man herkommt. Und man kann jetzt echt erst mal ein paar Jahre, dann erst mal zwei, drei Jahre einfach jeden Tag ein paar Avocados, egal. Ich euch ein bisschen was erzählen, jetzt über den Alltag danach eben. Kathi wollte auch morgen nochmal eine Meditation dazu machen, wo ich das dann nochmal wirklich visualisieren könnt, wie ihr dann ja, in eurem Alltag so die Veränderungen umsetzen könnt. Und ich hatte es ja auch schon die Tage gesagt, das Wichtige wirklich so bei dem Fasten ist halt, das, was ihr dann in eurem Alltag auch umsetzt. So. Ich kenne es zum Beispiel, so mein Vater hat damals, auch ich kenne es als Kind, hat schon ab und zu dann immer, ich glaube einmal im Jahr oder so Heilfasten gemacht und hat aber ansonsten ganz normal gegessen, hat dann auch danach wieder Fleisch gegessen so und das war klar dann immer eine gute Entlastung so für ihn, aber wenn du halt dann danach wieder genauso weitermachst, ist halt so ein bisschen sinnfrei dann, klar, der Körper hat in der Zeit vom Fasten dann eine Entlastungsmöglichkeit. Aber im Grunde geht es beim Fasten wirklich darum, danach dann auch dauerhaft die Ernährung umzustellen, damit man dann auch wirklich Nutzen daraus ziehen kann. Und gerade dafür finde ich das Fasten halt immer so einen schönen Impuls, weil dann, ja, ihr habt es jetzt bestimmt gemerkt, so beim Fastenbrechen, man isst einfach, man trinkt nur einen Schluck oder trinkt einen Saft und es ist schon so ja, göttlich der Geschmack. So. Man lernt mal wieder ja, die Dinge zu schätzen, was man zu sich nimmt. Und kalibriert den Körper halt mal wieder so auf Null, den Geschmack. Und danach fällt es halt viel leichter auch, was den Alltag dann mitzunehmen. Und ich wollte am Anfang kurz auf die drei Gelüste eingehen. So. Also auf, ich hatte es auch schon mal, wir hatten ja kurz das schon angeschnitten die Tage, mit Fett, Zucker und Salz, die Gelüste. Und ihr könnt gerne auch immer sagen, auch jetzt, wenn ich manche Begriffe irgendwie einfach mit reinnehme, ich weiß ja nicht, wie weit ihr das kennt, was und versteht, was zum Beispiel denaturierte Öle sind oder was ich darunter verstehe, ist vielleicht auch was anderes, was ihr darunter versteht. So. Also ihr könnt gerne mal zwischendrin fragen und sagen, wenn ihr da Vorschläge habt oder nicht genau wisst, was ich meine. Ja, genau. Und um bei den drei Gelüsten jetzt mal gleich mal anfangen zu bleiben, würde ich mal mit dem Fett anfangen. So. Und ihr könnt euch dann wirklich jetzt auch mal, je nachdem an welcher Stelle ihr gerade seid, bei den drei Gelüsten, einmal zu Fett, zum Zucker, also zu süßen Sachen und zum Salzigen, dann aufschreiben, was ihr da verändern wollt. Also schreibt euch dann gleich konkret auf, ich sag's gleich auch nochmal, was ihr dann verändern wollt. Es kommt ja darauf an, wie gesagt, an welchem Punkt ihr es seid. Also, ich fange jetzt mal mit dem Fett an. Ich weiß ja nicht, welche fettigen Gelüste ihr sonst hattet. Bei mir waren so Pommes früher. Ich habe unglaublich viel Pommes gegessen oder dann halt frittierte Sachen, seien es irgendwelche Frühlingsrollen. Oder wenn ich irgendwo in der Wirtschaft gegessen habe, beim Asiaten irgendwelche, ja, in normalen Küchen, wenn man irgendwo essen geht, dann die Öle, die verwendet werden, sind halt denaturierte Öle normalerweise. Also es sind keine kaltgepressten, nativen Öle. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr das alle schon kennt oder ob ich das geläufig ist oder was denaturierte Öle sind. So. Kannst du es mir nochmal nennen? Also, ja. Denaturierte Öle sind halt Transfette, einfach hoch erhitzte Öle. Also normal, wenn nichts explizit draufsteht, alle Öle, die man im Laden kauft, so ein normales Sonnenblumenöl oder so, ist normalerweise hoch erhitzt und halt raffiniert. Und dann diese bösen Transfette, wo viele draufsteht, entstehen halt dadurch. Was sind Transfette? Einfach
nur durch Denaturation entstanden. Also ich beschäftige mich ja auch nicht genau mit den mit diesen chemischen Bezeichnungen. Böse, ja, das ist was viele. Das ist, glaube ich, auch gehärtete Filter. Ja, genau. Die auch aber dadurch schmeckt alles besser. Genau. Und der Geschmack hat sich halt bei vielen dran gewöhnt, ja. Auch ähnlich wie irgendwelche Geschmacksverstärker, Glutamat und was es da noch so gibt. Und das ist halt so das Schlechteste, so, wo man herkommen kann. Das ist halt das normal Gängige, wo überall in Küchen verwendet wird, wo, ja, wenn man irgendwo hingeht, das Fritteusenfett halt dann nochmal, oder einfach total fettige Sachen. Der erste Schritt wäre dann zum Beispiel, anstatt, wenn man irgendwo hingeht, total frittierte Sachen zu essen, einfach mal, ja, Gerichte einfach schon wählen, wo an sich schon weniger Fett enthalten. So. Das war jetzt der erste Schritt. Dann der nächste Schritt ist natürlich, lieber in Restaurants zu gehen, wo man auch vielleicht ja, vollwertige Nahrungsmittel bekommt, wo halt vollwertige Nahrungsmittel verwendet werden. Zum Beispiel gibt es bei uns Biobäcker und die benutzen dann auch schon ja, vollwertigere Öle und auch, ja, jetzt was das Getreide zum Beispiel anbelangt, benutzen die nicht irgendwelche Auszugsmehle, sondern die benutzen dann noch Vollkornmehl und nicht so stark gezüchtete Getreidesorten, dass die eher Dinkel verwenden, ja, oder andere Sorten eben, anstatt so den hochgezüchteten Weizen. Ja. Also ihr könnt ruhig fragen, so, oder auch wenn ihr selbst irgendwelche Tipps habt zu solchen Sachen, was da noch natürlicher ist, oder jetzt auch explizit so, was für Restaurants ihr da kennt oder so, wo schon eher natürlicher und besser sind. Genau. Man kann über die Bestellung, wenn man Salat bestellt, auch erwähnen, bitte kein Salz, keine Öle. Ja. Vielleicht eine Zitrone dazu bestellen und Titel einfach drüber. Genau. Das ist halt so eine Möglichkeit, wenn man da irgendwo essen geht. Ja. Und der zweite Schritt wäre dann komplett diese denaturierten, verarbeiteten, hocherhitzten Fette wegzulassen und dann zu schauen, dass man solche Restaurants findet oder dann einfach sagt, hey, ich möchte kein Öl über meinen Salat und einfach nur einen Salat mit ja, Zitrone als Dressing. Oder man kocht dann eh selber. Das ist ja was, wo ich immer bevorzuge irgendwie, weil ich allgemein, ich finde es irgendwie immer viel schöner, was zuzubereiten. Das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Und dass man dann wirklich darauf achtet, dass man ja für daheim dann sich nur kaltgepresste oder nativ, also beim Olivenöl ist es glaube ich oft auch nativ, wo drauf steht, die dann wirklich beim Prozess einfach nicht erhitzt wurden. Oder explizit Rohöl. Genau. Da haben wir gehört, dass bei dem Blutdrasche kaltgepresst ist, es kein Gerät, dass es nicht ist. Ja, genau. Also kaltgepresst ist schon mal wesentlich besser, aber selbst bei oder mechanisch gepresst steht dann manchmal drauf. Ihr könnt dann auch mal den kleinen Text auf den Ölflaschen so lesen. Genau, aber wie du sagst, es ist keine Gewähr so. Auch wenn die mechanisch gepresst wurden, ist es oft so durch den mechanischen Druck, dass die dann oft über 40 Grad erhitzt werden beim Prozess. Aber trotzdem ist es schon mal ein meilenweiter Unterschied zu Ölen, die einfach hoch erhitzt, wieder raffiniert. Ja. Soweit ich weiß, bei allen kalten Ölen, dass die mechanisch, dass die stärker als 40 Grad erhitzt haben, ja, dass sie erhitzen dadurch. Ja, durch den Prozess, genau. Ja. Gibt es da spezielle Begriffe, Virgin Native und so? Ja, genau. Ja. Also auf der Revolution habe ich mal einen Hersteller gesehen, der hat dann praktisch eine Presse gehabt, die das dann quasi gekühlt ist, dass es dann wirklich unter 40 Grad wird. Wenn es steingemahlen ist. Ja, genau, das habe ich auch mal gehört, dass steingemahlen da eventuell noch kälter ist und nicht so hoch erhitzt dann wird. Genau. Ja, also der erste Schritt wäre halt dann, ja, wie gesagt, von hocherhitzten Ölen zu kaltgepressten, was dann noch, oft noch nicht Rohkostqualität ist. Und dann noch besser ist natürlich einfach auf Rohkostqualität zu achten. Da gibt es ja dann, also gerade wenn man im Internet bestellt, könnt ihr mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Keimling, aber bei anderen. Ah, okay, genau. Ja. Also dann bei Keimling könnt ihr zum Beispiel bestellen. Oder ich glaube, Raw Living, die haben auch
Und also es gibt jetzt sich Online-Plattformen mittlerweile, wo man kaltgepresst bzw. dann wirklich Öl in Rohkostqualität kaufen kann, wo dann nicht über 42 Grad erhitzt wurde. Ja. Also das 42 Grad ist halt wirklich eigentlich so eine magische Grenze. Ich meine, der Körper macht zum Beispiel auch Fieber, so bis zu 42 Grad, weil er dann die Enzyme und die Keime und alles abtötet. Das Fieber ist ja eigentlich auch ein sinnvoller Prozess, so das Blut auf 42 Grad bis zu erhöhen und dann dadurch alles an Eindringlingen abzutöten. Und das machen wir aber im Prinzip auch ja, mit unserer Nahrung und dadurch das, ja, geht halt das Lebendige in der Nahrung verloren, wenn man es auf über 42 Grad erhitzt. Genau. Und jetzt beim Fett dann weiterzugehen, von einfach Ölen. Öle sind ja immer noch was konzentriert. Es ist ein konzentriertes Nahrungsmittel, Öle, die so in der Natur eigentlich nicht vorkommt. In der Natur findet man ja so kein Öl eigentlich, sondern in der Natur findest du zum Beispiel Oliven. Die sind zwar sehr fettig, aber trotzdem musst du die ja noch pressen, wirklich mit Druck, und du kriegst da nicht diese Menge Öl so konzentriert raus. Und deswegen ist Öl einfach an sich schon ein unnatürliches Lebensmittel, wenn man es in so konzentrierter Form zu sich nimmt. Und deswegen ist es halt nochmal besser, dann einen Schritt weiter zu gehen, anstatt Öl, einfach das Öl immer mehr zu reduzieren und dann zum Beispiel beim Salat, anstatt ja, Öl als Dressing zu benutzen, Zitrone mit Orange oder ja, was einem da beliebt, zu verwenden. Und genauso kann man, wie du es ja immer im Backofen machst, dann Kürbis auch ohne Öl im Backofen dann backen. Ja, auch in der Pfanne kann man, wenn man das Öl weglassen möchte, zum Kochen, kann man sich einfach Gemüse zum Beispiel dünsten mit ein bisschen Wasser rein oder dämpfen. Dann muss man auch kein Öl verwenden. Also wer gerade so an dem Punkt ist, ja, schreibt euch da mindestens einen Punkt zum Thema Fett jetzt halt auf, was ihr dann wirklich so danach jetzt verändern möchtet. So, weiß jetzt nicht, wo ihr dann einzeln seid. Beim Kochen zum Beispiel, schreibt euch da jetzt auf, wenn ihr zum Beispiel sonst ja, da noch ein bisschen Öl verwendet habt, wenn ihr dann den Schritt jetzt vielleicht gehen wollt, ja, Wasser zu verwenden und das Gemüse dann einfach zu dämpfen, sich zum Beispiel, ja, irgendwie wir sind einfach nur ein bisschen Wasser in der Pfanne, Deckel drauf und dämpfen. Oder je nachdem Grünkohl, was ihr gerne jetzt so gerade esst. Oder das Fett halt auf eine andere Art und Weise zu mitzunehmen in Form von Avocado oder Nüssen. Genau, da wollte ich jetzt drauf ein. Ja. Das nur so viel zum Kochen, weil beim Kochen ist es ja sonst so mit dem, deswegen bin ich auf den Punkt extra eingegangen, beim Kochen ist es halt oft so, ich wusste nicht so, ey, in der Pfanne, wenn ich es ohne Öl anbrate, das geht halt nicht, dann brennt es halt einfach nur an. Aber wenn ihr da einen Schluck Wasser nehmt, dann kann man es eben einfach dämpfen oder dünsten. Ja, und allgemein, wenn ihr das Verlangen dann nach Fett habt, dann das Optimale, das Allerbeste ist natürlich dann auf sowas wie Fett, also Avocado zurückzugreifen, Kokosfleisch, junges Kokosfleisch oder auch älteres Kokosfleisch, das ist halt so das Natürlichste. Oder Nüsse eben. Nüsse ist halt so der Punkt, die sind halt recht trocken, aber trotzdem, ja, kein Problem. Eigentlich, also anfangs esst er so viele Nüsse, wie ihr mögt. So. Genau. Die man auch einweichen könnt. Ja, also ihr könnt sie ja, einweichen. Ich war immer so zu faul zu, muss ich gestehen. Aber eigentlich, ich merke auch, also wenn Nüsse eingeweicht sind, dann haben wir einfach noch mehr ja, Feuchtigkeit und ich kriege davon nicht so einen trockenen Mund. Also ist, glaube ich, echt. Es ist ganz gut, ja. Und ja, auf Dauer das Optimalste wäre halt dann so, wo es dann hingehen soll, kann irgendwann, aber das kann auch dauern, da kann man sich eben Zeit lassen, dass man dann lieber zu Avocado greift oder junges Kokosfleisch, das enthält noch mehr Wasser, also dann werdet ihr nur noch merken, es geht von der Verdauung einfach noch viel besser. Also Lauren Lockman, der hat es zum Beispiel auch immer gesagt, im Fastencenter Avocado, das Nüsse verträgt er einfach nicht mehr so, weil das so trocken ist für ihn, jetzt auf Dauer. Sein Körper ist ja schon wesentlich mehr gereinigt und mit Avocado kommt er da viel besser klar. Da ist einfach noch Wasser dran gebunden an das Fett und es geht von der Verdauung her dann noch viel besser durch. Genau. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel noch Doria.
Aber ist hier jetzt vielleicht, wenn man nicht gerade in tropischen Ländern unterwegs ist, nicht so, ja, nicht so günstig zu bekommen und nicht so vorteilhaft. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr leckere Variante. Genau. Und enthält auch nicht, gar nicht so viel Fett. Ja. Also ich glaube, Avocado enthält auch noch mehr Fett. Aber es kommt auch bei Avocados, da gibt es auch starke Variationen. So. Also manche Avocados haben sehr viel Fett, manche sind sehr dicht, andere sind mehr wasserhaltig. Ja. Da kann man auch ein bisschen rumgeblieben. Genau. Schade. Ein Punkt schon aufgeschrieben zum Thema Fett. So, was hat er als letztes Mal? Hat er schon was im Kopf? Also ich bin quasi schon auf Nüsse und so. Bei mir ist das einzige noch Kokosöl, aber ja, das benutze ich meistens zu Körperpflege oder für die Haare. Oder noch Ölziehen. Ja, genau. Ja, ich bin auch schon auf der weiteren Schuhe. Ja, genau. Und allgemein, ja, hört er wirklich auf den Körper, weil Fett, weil viele dann sagen, na, gar kein Fett oder so. Ich würde da wirklich schauen, ich merke auch gerade, je nachdem in was für einer Umgebung ich bin oder je nachdem wie viel mein Körper gerade entgiftet, dass ich einfach ab und zu Fett brauche. So, ich kann vielleicht mal eine fettfreie Phase machen. Ich habe das auch mal 1-2 Monate gemacht oder mal 2-3 Monate so gar kein Fett, aber dann merke ich wirklich, hey, jetzt brauche ich wieder Fett. Und gerade wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs bin oder nochmal ein bisschen mehr Stress habe so vom Umfeld oder was machen muss, dann merke ich, dass es einfach mit der Dauer zu viel wird. Und oft ist es dann auch so, dann esse ich einmal Fett und dann reicht es manchmal für eine Woche oder so. Aber ich habe auch Phasen, so am Anfang hatte ich zum Beispiel eine Phase in Costa Rica, da habe ich jeden Tag 5 Avocados manchmal als eine Mahlzeit gegessen. Und dann habe ich manchmal, also wirklich über 1-2 Monate jeden Tag 5 bis 10 Avocados gegessen. So. Einfach weil ich das gebraucht habe in dem Moment, weil die Entgiftung, dadurch, dass ich eh auf Rohkost umgestellt habe, so, dadurch war die Entgiftung eh schon so stark und ja, da könnte ruhig phasenweise 1000-mal besser als das, was man vorher gemacht hat. Man muss wirklich mal bedenken, wo man herkommt. Und man kann jetzt echt erstmal ein paar Jahre, dann ess mal 2-3 Jahre einfach jeden Tag ein paar Avocados, egal. Das wird dann automatisch weniger und du merkst dann, ich merke jetzt so, wenn ich dann zu viel Fett esse, dann fühle ich mich einfach schwer und nicht mehr gut. Und ja, das lernt man dann wirklich richtig gut, darauf auf den Körper zu hören, wenn es zu viel Fett ist. Warst du auch bei dem Hund oder nicht? Nicht persönlich. Ich habe viele Videos halt von dem geschaut, richtig viel angeschaut. Und ich war mal in Costa Rica und ich habe jetzt nur halt, Robin hat mir viel von ihm erzählt. Er war jetzt halt 21 Tage, also 21 Tage hat er da gefastet. Und im Anschluss war er nochmal 7 Tage da. Also er war insgesamt knapp einen Monat da zum Fasten. Genau. Und 8 Tage danach oder 7 hat er, ja, war er wieder zum Aufbauen da. Genau. Habe ich mir dann oft gemacht. Ja. Und das finde ich bürstet auch gut durch, ähnlicher Effekt, so wie bei Flohsamenschalen. Also die saugen ja bis zu das 10-fache an Wasser. 8- bis 10-fache, glaube ich, Chiasamen. Flohsamenschalen, glaube ich, sogar noch mehr. Ja, und das bürstet, ja, manchmal habe ich wirklich das Bedürfnis nach so einem Pudding da. Und dann esse ich so einen Pudding und das fühlt sich dann schon richtig gut an, wenn das einfach alles so an sich bindet. Ja, das kann da auch eine gute Möglichkeit sein. Ach, den Pudding mit Chia und Wasser und Mixen oder gemacht wird? Ich habe das immer, ich mochte den Geschmack immer, ich habe mir entweder tiefgefrorene Mangos dann genommen. So Bio-Mango von Alnatura gab es immer im Teegut, genau. Oder andere Beerenfrüchte zum Beispiel. Sonst habe ich mir oft ja, tiefgefrorene Erdbeeren oder Himbeeren oder so einen Beerenmix. Genau, dann, das war immer so eine 300-Gramm-Packung, glaube ich. So eine 300-Gramm-Packung Beeren. Und je nachdem, was man da halt nimmt, Erdbeeren sind eh schon so süß, beziehungsweise Mangos ist auch schon ziemlich süß. Dann nehme ich eigentlich keine Datteln mehr. Aber ansonsten halt je nach Belieben so bis zu 5-6 Datteln mit dazu, also von den Declinor, von den kleineren. Und dann vielleicht um die 300 Milliliter Wasser, also je nachdem auch wie lange man den Pudding dann stehen lässt. Ne? Wenn man, ich esse halt meistens gleich, ich bin irgendwie so, wenn ich dann Hunger habe, dann ja, möchte ich was essen und ich bin irgendwie auch nicht so der Typ, der dann was
viel einweicht oder so, weil ich dann nie weiß, so, dann habe ich was eingeweicht und dann merke ich irgendwie so, irgendwie habe ich jetzt gar keine Lust mehr drauf, so, und dann steht es irgendwie eingeweicht da und dann, ja, drum bin ich irgendwie eher so der Typ, der dann immer das gleich gegessen hat und so. Und ich habe dann ja einfach ja, 3-4 Esslöffel Chiasamen. Dann halt je nachdem Datteln, wie süß ich es mag, dann die Früchte dazu, genau, und Wasser. Hm. Und das dann einfach in den Mixer und mixen, fertig so. Chiasamen, Früchte, Datteln, die drei Sachen einfach in den Mixer plus Wasser und mixen. Kann man ja viel variieren. Genau. Kakaopulver. Ja, genau, das ist auch eine richtig leckere Variante. Mhm. So, da braucht ihr halt dann mehr Datteln so, wenn ihr es dann süßer wollt. Ich habe dann oft auch Kakaobohnen genommen oder Kakaonips einfach rein, so ein paar Esslöffel Kakaonips. Dann habt ihr so einen leckeren, ich habe noch nie so einen schokoladigen, ja, Schokopudding gegessen. Das ist echt so genial. So richtig mousse-mäßig wird es dann. Da könnt ihr zum Beispiel auch noch Kokosmus dazu reintun. So das von Dr. Görg, das habe ich manchmal gemacht, so 2-3 Esslöffel. Das wäre zum Beispiel auch noch eine schöne Zwischenstufe, so, um vom Öl wegzukommen, Kokosmus zu nehmen. Das ist auch noch fettiger, aber noch natürlicher, nicht so konzentriert wie so. Ja. Es sind auch mehr Vitamine und Mineralien drin. Ja, genau. Also das wäre noch so ein schöner Zwischenschritt, vom Öl auf Kokosmus zu gehen. Ja. Oder vom Kakao auf Kakao. Ja, genau. Was ist nicht an Kakao? Was ist bei uns Kakao besser? Kakao macht sich. Ja, da sind ja noch immer noch diese, wie heißen die, Gerbstoffe oder irgendwas ist da noch drin. Halt. Gerbstoffe sind gut, die sind nicht. Also irgendwas. Ja, ich habe das Gefühl, dass Kakao einfach noch mehr so das, wie sagt man so, das Nervensystem irgendwie stimuliert oder das ist mehr so ein bisschen wie Kaffee vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ah, okay, ja, genau. Ja, genau. Ja. Die Koffeinbrücke. Ja. Ja. Also ich muss sagen, selbst früher habe ich es nicht so wahrgenommen, aber ich weiß es nicht. Ja. Aber ich finde, ich habe schon das Gefühl, so gerade wenn man so die rohen Kakaobohnen isst, dass das mich so ein bisschen an Kaffeebohnen so erinnert. Also Kaffee ist, finde ich, noch eine ganz andere Nummer. Kaffee habe ich irgendwie nur einmal in meinem Leben, glaube ich, so wirklich zu mir genommen, richtig. Und da war ich total aufgedreht. Das war für mich wie so eine Droge. Also das war echt wirklich so wie so ein Rausch. Also vergleichbar mit Alkohol. So für mich so, ich war danach nichts mehr. Nicht mehr so wirklich was face. Das erste Mal Kaffee zu mir genommen habe ich mit 19. Das war beim Lernen, war. Ja. Wir haben auch mal mit Steffen, mit ihren beiden Kindern, so ein Grillfest gemacht. Ne? Also das war auch schon ein veganes Grillfest. Und dann haben wir auch so einen Pudding gemacht mit Kakao. Und den hat auch der Kleine gegessen mit, weiß nicht, 3 Jahre war der, glaube ich, alt, der war ganz nachwach. Ja, ah, okay. Ja. Karob soll da milder sein, ich weiß es nicht. Ich habe Karob, ist halt schon ein bisschen anders vom Geschmack, aber ja. Ich weiß nicht. Schon mal, aber in der Zeit. Ja, fand ich dann auch. Doch, ja. Es ist halt echt nur so eine Gewohnheit. Ja. Der Geschmack ist ja wirklich so, die Zunge, die gewöhnt sich irgendwie, je nachdem, was man isst, drum. Irgendwann vermisst man ja dann auch nichts mehr. Die Zunge, die will eigentlich immer so das Gleiche, was man so. Ja. Sonst noch jemand irgendwie so einen Punkt, den man einfällt, so zum Fett, dann natürlich zum Zucker. Ich habe halt noch gemerkt, dass sowas wie Leinsamen oder so, wenn ich mir mal Cracker gemacht habe oder Rucosbrot, dass es dann doch sehr im Magen liegt. Mhm. Und wird vielleicht raten, dann doch auf Keimlinge überzugehen. Ja, gekeimte Saaten sind halt einfach nochmal viel wasserhaltiger und dann, ja, allgemein finde ich, ist die Verdauung halt, das merke ich immer, wie auch bei Nüssen dann, einfach alles, was so trocken ist, finde ich da nicht so angenehm. Mhm. Aber klar, um zum Beispiel anfangs vom Brot wegzukommen, finde ich, ist immer trotzdem ein guter Tipp, dann so Rohkostcracker zu machen aus Leinsamen oder Chiasamen. Ja. Andere Fettquelle sind halt Sonnenblumenkerne, die man keimen kann. Und dadurch werden die auch richtig verdaulich. Also es ist ein enormer Unterschied zu ungekeimten Sonnenblumenkernen, die sich die Schnecken auch ganz anders machen. Man merkt, dass die besser verdaut werden. Ja. Das geht ja dann auch Richtung Gemüse halt, ne? Genau. Ja.
Ja, allgemein dann ja, auch Buchweizen kann man ja keimen, alle Samensaaten, wenn die dann gekeimt sind, umso älter die das sind, dann werden die ja immer zarter und ja. Silke kennt sich immer aus. Genau. Wenn ja. Braucht. Genau. Da können wir vielleicht mal, oder ihr Sprossen-E-Book hat sie ja auch eins. Also das ist ja auch total umfangreich. Wenn man da auf ihrem Kanal mal Videos anschauen, die hat ja so viel Wissen und so viel. Die zieht ja immer, die hat ja ein riesen Regal da so. Ja, zieht sich da alles. Genau. Ja, und ich habe noch gleich eine Frage so zu den bekannten Sprossen. Da war ich mir immer unsicher von der Menge her zu. Also ich meine, von der Menge, zum Beispiel Buchweise, wenn es gekocht ist, da weiß ich, wie es etwa ist. Aber wenn es dann bekannt ist, also wenn man nicht die gleiche Menge so als Portionsgröße, oder ist es dann nicht so hoch? Ich würde da echt immer auf den Körper hören. Ich finde, das ist, wenn du satt bist, bist du satt so. Ich würde halt langsam essen und anfangs vielleicht mal eine Mono-Mahlzeit davon essen, weil da merkst du auch wirklich so, hey, ist das die Menge, die ich davon eigentlich essen mag? Oder verarsche ich den Körper so, weil noch was dazu gemischt ist? Weil das hatte ich zum Beispiel bei Avocado, da habe ich, wo ich in Costa Rica war, da hatte ich immer so eine, da gab es eine rohe Sojasauce, die war irgendwie auf Kokosbasis, die war total lecker. Aber die war halt auch so leicht salzig, die hatte zwar trotzdem nicht so viel Salz, aber ja, trotzdem, da habe ich dann immer einfach Avocado und habe diese Sojasauce drüber und habe die dann so gelöffelt. Und da habe ich halt irgendwie das Doppelte an Avocado gegessen. Und dass du vielleicht halt erstmal, ja, was weiß ich, könnte Buchweizen oder so, und dann einfach nur mal eine Mono-Mahlzeit und dann siehst du ungefähr so, wie viel eigentlich die Menge ist, worauf du Lust hast davon. Und dann kannst du es ja auch meiner so vermischten Mahlzeit mit rein tun. Ja. Das ist allgemein so eine gute Art, um herauszufinden, wie viel die Personen von der Menge von einer Mahlzeit. Ja. Weil ich halt nicht zu viel von so Ratschlägen Gesellschaft ist, weil es meistens nicht stimmt. Und ja, da habe ich mir gebracht, dass ich das herausfinden kann. Ja. Ja. Genau. Definitiv, und dann kannst du wirklich auf den Körper hören, wenn du Mono isst. Ja. Und langsam. Genau. Mono und langsam, gut kaum. Ja, Achtsam. Und es ist auch so, an einem Tag, der Körper, je nachdem, in was für einem Zustand du gerade bist, so, an dem einen Tag brauchst du irgendwie zwei Avocados und am nächsten Tag brauchst du gar kein Fett und dann ist es auch falsch, Fett zu essen. Aber wenn du Fett brauchst und dann keins isst, so, dann ist es falsch, auch keins zu essen. So. Der Körper sagt dir dann schon wirklich, was du brauchst. Und das ist dann wirklich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde unterschiedlich. Je nachdem, wenn der Körper wirklich schon, man merkt ja auf Dauer, wenn man zum Beispiel 2-3 Wochen total clean ist für seine Verhältnisse, einfach bessere Lebensmittel, dann stauen sich über 2-3 Monate immer mehr Gifte im Blut ein. Und dann ist es auch mal sinnvoll, wieder mehr, dann wird euer Körper euch auch Signal geben, wieder mehr Fett zu wollen oder mehr dichtere Sachen zu wollen und dann darauf auch zu hören, weil sonst kommt einfach nur immer mehr Gift ins Blut und dann, wenn du das dann wieder 2-3 Monate noch so weitermachst und dann nicht auf die Signale hörst und mehr Fett dann in der Phase mal isst, dann ist es einfach kontraproduktiv, weil du dann einfach nur deinen Körper damit schadest, weil einfach, ja, weil es einfach zu viel auf einmal dann ist und der das dann nicht alles wieder aus dem Blutkreislauf rausgeben kann. Ansonsten, weiß nicht, zu fett, sonst noch was? Das ist ganz ehrlich, Zucker so mehr. Zu süß. Ja. Ja, bei Zucker, bei süßen Sachen, ist es halt auch so, ja, die gängigsten Zuckernamen, mir fallen jetzt auch gar nicht alle ein. Du hast die bestimmt über Zucker-Tipps. Du hast doch so eine kleine, oder wie heißt es? Was meinst du denn? Und dann hast du einen kleinen PDF da dran mit. So. Genau, wo die ganzen Begriffe drinstehen. Oh, wie heißt denn das? Falls du noch. Welches? Ja, wo du es drinstehen hast. Ach so, das ist doch so die 5. Ach so, okay. Dann kommt es noch. Aber da steht es drin. Ja. Genau, Glucose, Saccharose, diese ganzen Begriffe, so, wo sich hinter Zucker versteckt. So. Also das Beste ist eh solche Nahrungsmittel, wenn man es so bezeichnen kann, nicht mehr zu sich zu nehmen, wo einfach solche, ja, unnatürlichen Sachen drin sind.
Also das ist halt so der erste Schritt, diese Zuckerarten wegzulassen, den Industriezucker, den raffinierten Zucker halt wegzulassen, diesen hochverarbeiteten, hocherhitzten und durch irgendwelche raffinierten Prozesse durchgangenen Zucker wegzulassen, sowie halt diese ganzen, ja, Glucose, Fructose Bezeichnungen dann auch. Ja, das zuerst wegzulassen, das ist wahrscheinlich so ein Schritt, oder, den ihr schon alle ziemlich habt, oder? Hm. Wahrscheinlich werdet ihr das nur ab und zu aus Versehen irgendwo in Aufstrichen zu euch nehmen. Aber das ist halt auch so ein Punkt, da zum Beispiel drauf zu achten, mittlerweile, selbst wenn man Tiefkühlgemüse sich kauft, ist oft Zucker und Salz drin, so raffiniertes Zucker und Salz. Ja, ist da oft drin. Also wirklich, also die Inhaltsstoffe zu lesen, wenn man irgendwas im Laden kauft, da kommt man eigentlich gar nicht drum, so. Ja. Weil selbst ja sowas wie tiefgefrorenes Gemüse ist gängig heutzutage eigentlich, dass da Zucker und Salz drin ist. Dass ihr da wirklich drauf achtet, wenn ihr ja tiefgefrorenes Gemüse zum Beispiel oder so euch holt, dass das dann ohne ja, Industriesalz und Zucker ist. Und da wäre dann der erste Schritt einfach, statt dem Industriezucker zu verwenden, ein bisschen natürlicher ist halt dann noch sowas wie Kokosblütenzucker. Genau, das wäre so der nächste Schritt, wenn man trotzdem noch sowas, ja auch zum Backen, wo man dann so 1:1 eigentlich ziemlich ersetzen kann, verwenden möchte. Ja, wäre der erste Schritt so Kokosblütenzucker oder ja, im Zwischenschritt wäre noch Rohrohrzucker zum Beispiel oder brauner Zucker. Ja, ja, Stevia ist dann, denke ich, wirklich, wenn es die Blätter sind, auch wirklich richtig gut. So. Das hat ja dann nicht mal richtig Zucker, sondern einfach nur diese Süße. Stevia-Blätter kannst du ja auch sogar zur Zahnreinigung benutzen. Einfach nur die Stevia-Blätter kauen. Also das wäre dann wirklich, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, einfach mir getrocknete Stevia-Blätter gekauft und die dann einfach nur gekaut oder auch im Tee. Das ist perfekt zum Süßen. Ja. Ist ein bisschen andere Süße halt, aber ja, ist ein sehr gutes Mittel. Stevia gibt es dann auch Tabletten so, da weiß ich wieder nicht, wie das dann auch wieder... Ja, oder Tropfen. Ja, oder Tropfen, da weiß ich jetzt nicht, was für einen Putz. Ja, eben, also... Genau, also da würde ich dann eher zu wirklich den getrockneten Stevia-Blättern dann greifen. Ja. Pizza-Holzpulver. Ja. Also ganz gutes Pulver und auch als raffiniertes Pulver. Ja. Das Beste wäre dann natürlich, ja, das grüne Pulver zu nehmen. Ja, oder halt dann, ich habe einfach wirklich so, diese, das waren die ganzen Blätter, da waren auch noch teilweise so Stiele, die waren vielleicht ein bisschen nervig, aber ja, einfach getrocknete Stevia-Blätter, ja, das ist so dann das Optimale. Und ja, so ein weiterer Zwischenschritt wäre dann Agavensirup, Ahornsirup, also ja, Agavensirup, da streiten sich ja immer wieder so die Geister. Ich weiß es nicht, man kann es als Zwischenschritt, ich sehe es eh nicht als eine Endlösung, Agavensirup zu nehmen. Deswegen, ich halte es immer noch für besser, als Industriezucker zu nehmen. Genau, kann man vielleicht, wenn man möchte, als Zwischenschritt nehmen. Oder, ja, wenn es nicht vegan sein muss, dann kann man Honig verwenden. Genau, Honig, Ahornsirup, irgendwelche natürlichen, ja, süßenden Sirupe, die noch, ja, gibt es ja auch in Rohkostqualität zum Beispiel. Ahornsirup, Agavensirup gibt es auch in Rohkostqualität. Also Reissirup, Apfelsirup, genau. Tagesirup. Ja. Ja, genau, Dattelsirup. Sowas kann man sich ja auch in Rohkostqualität bestellen, könnt ihr online einfach mal bei Süßungsmitteln, ja, ich denke, Keimling wird da auch was haben oder andere Versender. Ja. Und dann das Optimale wäre natürlich dann zum Süßen zu verwenden, Trockenfrüchte einfach. Könnt ihr euch, ja, Datteln sind so das Süßeste halt, diese mit Schuldatteln, die sind ja so keine Zucker sowieso. Und dann könnt ihr zum Beispiel mit Schuldatteln, ihr könnt euch auch, wenn ihr irgendwie in Kuchen eine Dattelpaste machen. Genau. Einfach mit ein bisschen Wasser und ein paar Datteln pürieren, eine schöne Dattelpaste machen. Einfach zum Süßen, wie ich ja dann auch mal bei dem Chiasamen-Pudding gemacht habe. Ja, sowieso, wenn ihr euch irgendwelche Smoothies macht oder so, kann man ja immer zum Süßen, ja, Datteln verwenden. Und quasi bloß Datteln mit Wasser. Ja, genau, so Dattelpaste. Ja. Ja. Das ist einfach nur Datteln mit Wasser. Kann man auch für dich brauchen. Ja, genau. Ja. Und dann irgendwann so das Optimale ist natürlich,
nicht mehr so viel konzentrierten Zucker zu sich zu nehmen, dann einfach nur süße Früchte zu essen oder süße Früchte zum Süßen verwenden, wie Mangos, Bananen sind wahrscheinlich so die süßesten, wasserhaltigsten noch. Ja, Mango, weiß nicht, fällt euch noch was an, Kaki ist sehr süß. Ja, Kaki kann man auch einen leckeren Pudding draus machen, weil Kaki bindet auch schon so ein bisschen dieses schleimig, lappige, so einfach nur Kakis vermixen, ja, mit ein paar anderen Früchten, je nachdem, was für eine Geschmacksrichtung man da für einen Pudding will. Ja. Man kann grüne Götterspeise machen und dann Kakis mit Feldsalat mixt und ein bisschen Wasser und es dann stehen lässt. Und dann wird das wirklich wie so ein Wackelpudding und grün. Ja. Und schmeckt super lecker. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Okay, ja. War eine Zufallsentdeckung, ich wollte einen Smoothie machen. Ja. Ja, man muss sich einen Löffel. Ja. Ja, es ist auch witzig, die Kaki, das ist echt so eine Pudding-Konsistenz. Dann ist ja, total genial. Und genauso wie halt Chiasamen, wenn man das dann richtig schön stehen lässt, das wird wirklich so lapprig. Also das habe ich auch oft gemacht, so wenn bei irgendwie Verwandtschaft oder so, und das hat, glaube ich, bis jetzt jedem geschmeckt. Jeder, der auch ganz normal konventionell isst, alles, dem schmeckt auch ein Chiasamen-Pudding mit Datteln und so. Da muss man bei dem vielleicht mehr Süße nehmen oder so, okay. Aber ja, es schmeckt wirklich jedem so. Und dann lernt man aber richtig den Geschmack, so wieder wie erdbeerig oder je nachdem, was man reintut, der Pudding dann auch schmecken kann. Oder wie Schokolade, wenn man da wirklich frische Kakaobohnen nimmt. Habt ihr sonst noch was zu Zucker, zu süßen Sachen? Vielleicht irgendwas, wo euch einfällt, auch für unterwegs. Ja, man kann sich ja dann Energy Balls machen, genau, das kann man vielleicht lassen. Ich fand, also, es hat jetzt nichts mit Zucker zu tun, aber mit Süßspeisen an sich, finde ich, das war für mich dann mal so eine Entdeckung. Früher gab es ja immer, habe ich immer Vanillezucker benutzt, wo halt Vanillebeschote dann quasi in den Zucker gesteckt wurde, dann schmeckte das vanillig und irgendwann habe ich dann dieses Vanillepulver entdeckt und ich mach fast in jede Süßspeise Vanillepulver rein, weil das auch nochmal so, also einerseits erinnert das an Muttermilch, weil die ist auch so vanillig und so und ich finde, das gibt dann auch nochmal so eine ganz feine Note, irgendwie sowas ganz Nährendes hat das, finde ich. Und das, ja, das fand ich mal, also da bin ich fest von, das ist dann abhängig, aber das ist einfach, ach, das wertet eine Süßspeise so auf, so das Vanillepulver. Also es ist ja auch einfach gemeine Vanilleschote, so. Das mache ich auch total gerne. Ich mache noch einmal einfach Erdbeeren mit ein bisschen Vanillepulver oben drauf, das reicht schon. Wo wir in Thailand waren, oder das habe ich eigentlich jetzt hier schon letztes Jahr Weihnachten entdeckt, da hatten wir halt zusammen Weihnachten mit ein paar Leuten gefeiert, und dann haben wir uns halt Kokosnüsse bei Dr. Görf bestellt und hatten das getrunken und das Fruchtfleisch blieb übrig und dann haben wir im Mixer Kokosfleisch mit Vanillepulver und das schmeckte wie Leibniz-Butterkekse. Da haben wir dann so Krebs von gemacht, also so im Dörrautomat. Das war so lecker. Das ist auch mal, aber ja, das sind exquisit und tropisch. Nee, ist einfach, was ich mit dem Kohlen habe ich vergessen zu sagen, zu dem Fake von einem Kokosmilch. Das ist da, was mir sehr hilft. Ja, ich weiß nicht, ich habe so von der Schweiz her gewohnt, dass wir die Salatsoßen waren, immer grau oder in Milch oder so. Ja. Und dann habe ich nie. Einfach statt dass ich Öl, Essig und Zitrone und Rahm genommen habe, habe ich dann Kokosmilch genommen und dann war es auch viel cremiger. Ja. Kokosmilch oder Kokosmehl? Milch. Das geht auch wie so als Rahmersatz, wenn du zum Beispiel Erdbeeren mit Rahm kannst, Erdbeeren mit Kokosmilch nehmen. Das ist auch so eine gute Input. Ja, das stimmt. Also allgemein, wenn ihr irgendwie so eine Sahnesoße machen möchte, dann kann man allgemein halt eine Nussmilch dazu verwenden oder einfach so Nüsse halt gemixt rein. Das habe ich oft gemacht. Wenn ich mir irgendwie so eine braune Soße gemacht habe, dann habe ich entweder Cashew oder Mandeln einfach im Mixer mit ein bisschen Wasser und dann wird es total cremig. Fand ich total lecker. Ja, das ist ein Mix davon.
Ja, genau. Ja, oder das. Also das ist da noch eine schöne Möglichkeit im Brasil. Ja. Dann haben wir den Spinat mit dem Glück quasi selber nachgebaut mit den Cashew-Nuss und ein bisschen Wasser verdünnt und dann aufgekocht. Und es war wirklich wie diese Spinat. Und Cashew hat irgendwie auch immer so was Käsiges, finde ich. Das ist, ja. Ja, schon. Ja, das ist da wirklich eine gute Möglichkeit. Als Pralinenansatz nehme ich immer mit Jus-Datteln. Mhm. Einfach in Kakaopulver oder Karobrein und oder was ich am geilsten finde, mit Haselnussmus. Ah, cool. Das zusammen geschmeckt. Ja. Oder manche, ist das leicht. Ja. Manche tippen es auch so einfach halt die mit Jus-Datteln, die kannst du ja mit allem kombinieren. Du kannst zum Beispiel ja halt irgendwelche Nussmusse rein dippen, einfach die mit Jus-Datteln. Oder Tahin, also Sesampaste oder einfach direkt eine Kakaobohne reindrücken oder Kakaonips habe ich dann immer so rangedrückt, fand ich auch total lecker. Oder dann das Kakaopulver. Ja. Oder was gibt's noch? Mit Goji-Beeren oder was weiß ich vermischen, was man da mag. Ja. Genau. Also sowas ist auch halt dann Trockenfrüchte allgemein, so bei süßen Sachen. Naja, Goji-Beeren finde ich da auch immer ganz lecker. Feigen finde ich noch so ganz gut. Ja. Aber ja. Was eigentlich sind so Zucker. Zu süßen Sachen. Ja, wenn euch nichts mehr einfällt, dann mach ich mal salzig. Ja. Also Salz ist halt auch wieder wie beim Zucker, dass man darauf achtet, das Industriesalz, raffiniertes Salz zuerst wegzulassen. Und da müsst ihr echt mal drauf achten. Also sowas wie in Tiefkühlgemüse ist es oft noch, bei so Sachen, wo man es gar nicht vermutet. Auch irgendwelche Gemüsen oder was weiß ich, wenn man irgendwas in Dosen hat, da ist oft einfach so Salz drauf oder eingelegtes Sauerkraut, egal was, ist oft mit Salz und Zucker. Ja. Rote Beete, irgendwelche Sachen, die eingelegt sind, da muss man echt immer darauf achten, dass da kein Salz drauf ist. Oder ist halt auch so was Einfaches, wo man einfach nur darauf achtet, okay, dann nehme ich halt die Packung, wo kein Salz drin ist. Ja. Und dann wäre der erste Schritt halt auf natürliche Salze, auf nicht raffinierte Salze umzusteigen, also sowas wie Meersalz, Himalaya-Salz oder Steinsalz. Könnte ich daraus auch eine Sohle machen? Ja, genau. Oder eine Sohle machen dann aus, so Salzsteine sind es ja dann. Mhm. Ne? Und die legst du einfach ins Wasser und dann kannst du Salzsohle einfach drüber gießen. Also Marlon von Raw Future hat das, glaube ich, mal im Video mal, ich sagen. Erklärt. Also Wasser, das sättigt sich nie mehr als frische Chilis benutzen und frische Chilis da irgendwie reinschneiden anstatt. Oder getrocknete Gewürze zu verwenden oder genauso anstatt getrockneten Basilikum, getrockneten Oregano und so weiter, Rosmarin, Thymian, einfach euch zum Beispiel eine Kräuterpyramide zu machen. Das habe ich mir am Anfang so meiner Rohkostzeit einfach auf dem Balkon. Das ist so einfach, jeder hat den Platz dafür, überall. Du kannst einfach zum Beispiel, ich habe einen großen Blumentopf genommen, dann einen kleinen reingestapelt, noch einen kleineren und noch einen. Ich habe, glaube ich, drei so Ringe gemacht und dann in die Ringe halt. Was habe ich alles rein? Salbei, Rosmarin, Thymian, Minze, genau. Petersilie. Ja, Petersilie hatte ich, Schnittlauch, genau. Und das ist so easy, könnt ihr dann einfach gießen und manche Gewürze. Ich habe mich dann nicht mehr drum gekümmert und da ist jetzt trotzdem, ich habe die draußen auf dem Balkon stehen lassen und es ist, da wächst immer noch, Rosmarin hat es ausgehalten, Schnittlauch und was noch? Rosmarin, Thymian, glaube ich, und das wächst immer noch. Auch einfach durch den Winter. Ich habe da nichts gemacht, ich habe nie mehr was gegossen und das ist trotzdem jetzt noch am Wachsen. Das ist echt Wahnsinn, wie robust die Kräuter dann auch werden. Ja. Und da kann man halt zum Beispiel, was ich oft dann gemacht habe, gerade weil ich im Winter umgestellt habe auf Rohkost, sich leckere Tees zu machen. Und das ist zum Beispiel auch, wenn man gesündere Tees möchte, anstatt normale Beutel zu verwenden, kann man irgendwann dann getrocknete Kräuter sich irgendwo kaufen, in Bioqualität am besten. Oder dann halt noch besser, so wie ich es dann gemacht habe, ich habe mir dann einfach
zwei, drei Minzblätter genommen in ein Glas und heißes Wasser drüber gegossen. Oder auch für Tee jetzt dann, dass ihr euch eine frische Scheibe Ingwer reinschnippelt und Zitrone, heißes Wasser drüber. Ja. Dann kann man auch mit dem kalten Wasser machen, also einfach ins Wasser rein. Ja. Gewürzt halt, dann gewürzt aber halt eben so weiter. Genau. Ja. Das gibt ja auch schon immer den Geschmack, aber ein strukturiertes Wasser halt auch. Das ist ja auch so eine Möglichkeit, das Wasser dann zu energetisieren. Ja. Oder was ich noch gemacht habe, Salbei. Salbei-Tee fand ich auch immer unglaublich beruhigend. Und Salbei wächst auch total leicht. Und immer, ja, ist echt pflegeleicht, müsst euch nicht viel drum kümmern. Und dann zupfst du einfach nur zwei Salbeiblätter ab, tust die rein und du hast einen echt so leckeren Salbeitee. Und dann, wenn du halt noch einen süßen Tee magst und das irgendwie gewohnt bist, ich habe mir früher mal irgendwie zwei Löffel Zucker in den Tee rein. Und dann kannst du auch Stevia-Blätter einfach benutzen. Das ist beim Tee, finde ich, Stevia-Blätter richtig gut, weil die süßen da echt total gut, ja. Und dann merkt man da auch keinen Unterschied mehr. Genau. Ich weiß nicht, ob da noch andere Sachen, andere Gerüste, wo irgendwie vom Wegkommen halt, ja, Gewürze ist halt so ein Ding, genau. Dabei dann frische verwenden. Was gibt's denn jetzt bei dir gerade so mit, wenn du so an deinen Kaffee denkst, oder an Koffein? Ja. Also, im Moment glaube ich, würde es mich umhauen. Wahrscheinlich. Und das Gedächtnis ist geschmacklich einfach gar nicht so da. Und auch von der Energie her, das ist eigentlich gar nicht da. Ja. Ja, von daher. Also ich habe auch bemerkt und festgestellt und beobachtet, wie sehr das halt mit Kochkurs zusammenhängt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Früchtemahlzeit esse, vielleicht mit Fruchtgemüse und Salat oder so, dann habe ich dann auch kein bisschen Lust beim Verlangen nach Kaffee. Aber wenn ich jetzt zwar rohen Salat esse, aber danach vielleicht Reis, weil ich habe oft so in Reis. Also jetzt Kochkurs gesagt? Ja. Ich habe jetzt erst Kokos verstanden. Nein, ja, okay. Ja. Und dann war das Verlangen dann noch da. Also auch so als Verdauungshilfe, weil ich sofort gemerkt habe, dass es mit Reis gerade wieder so dieses schwere Gefühl gab. Und dann war, es hat sich nicht gegenseitig bedient. Mhm. Wenn ich Kaffee getrunken, ja, wenn ich gekocht gegessen habe, habe ich Lust auf Kaffee. Wenn ich Kaffee getrunken habe, habe ich Lust auf gekochtes, vor allem auf fettiges und salziges. Also da ist ja klar, Kaffee löst ja, also wirbelt deinen ganzen Stoffwechsel durcheinander und dann bekommst du Heißhunger nach fettigem und salzigem. Und dann, ja, aus dieser Spirale wusste ich, dass ich nicht rauskomme, wenn ich beide Kaffee wäre. Das eine ist wirklich so bedingend für das andere. Ja. Es ist mir mit der Zeit sehr stark auch klar geworden und es ist mir auch klar geworden, warum alle meine Entzugsversuche früher oder später wieder gescheitert sind, weil ich die Ernährung mich gleichzeitig auch daran angepasst habe. Ja. Ich würde an deiner Stelle zum Beispiel auch mal, also falls dann wieder solche krassen Gelüste kommen nach Kaffee oder so, kannst du ja mal probieren, dann einfach durch zum Beispiel Kakao zu ersetzen. Ja, das stimmt. Was so dann einfach trotzdem noch nicht so stark stimuliert wie Kaffee. Also Kakao fällt mir da ein. Ja. Genau, oder Matcha. Also das vielleicht zuerst mal ersetzen und dann halt allgemein die Menge reduzieren. Mhm. Ja. Manche sagen auch noch, dass Kokosöl so ein bisschen wachmachend ist. Oder Kokosprodukte. Ja, mhm. Ja. Oder genau. Oder Ingwer könnte ich mir noch vorstellen. Mhm. Ingwer ist ja auch so ein bisschen stimulierend, wärmt ja auch gut, ja, und anregend, genau. Also das wären vielleicht mal so ein paar Punkte, Ingwer, Kakao, Matcha. Ja. Das ist, falls da noch stärkere Gelüste wiederkommen. Ja. Weil klar, jetzt ist es erstmal weg, aber wenn dann mal wieder, das kann ja immer wieder dann auftauchen. Ja, so schön. Ja. Hm, kannst du ja auch mal. Dann wieder Kopf mit hier. Ja. Genau. Was habe ich denn noch? Mhm. Und wird dann alle drei Gelüste so aufgeschrieben. Also bei dem Zucker jetzt, Zucker, Fett, Salz, wie ihr sie ersetzt. So.
passiert euch.